Seit Wochen halten sich Gerüchte über den bevorstehenden Abschied von Toni Kroos beim spanischen Fußballrekordmeister Real Madrid, doch Trainer Zinedine Zidane will den Ex-Weltmeister gar nicht gehen lassen. Ich zähle auf ihn, sagte Zidane am Sonntag auf der Pressekonferenz vor dem Punktspiel am Montag 21 Uhr bei CD Leganés. Er ist ein sehr guter Spieler, nicht nur für mich, sagte der Realcoach weiter, daran wird sich nichts ändern. Zuletzt hatte die Sporttageszeitung AS berichtet, der Nationalspieler wolle die Königlichen zum Saisonende nach 5 Jahren trotz eines bis 2022 laufenden Vertrags vorzeitig verlassen. Kroos dementierte den Bericht auf Twitter. Absolut falsche Informationen, schrieb er, der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler ist wegen schwankender Leistungen zuletzt in die Kritik geraten. AS hatte spekuliert, dass durch den Abgang von Kroos finanzieller Spielraum für die Verpflichtung von Weltmeister Paul Pogba, Manchester United oder Christian Eriksen, Tottenham Hotspur, entstehen würde. Zidane kündigte in der Tat einen Umbruch an. Wir werden für die neue Saison Wechsel vornehmen, sagte er, hier gibt es viele Spieler, mit denen man Kasse machen kann, Kroos aber gehört offenbar nicht dazu. Der Einsatz des Weltmeisters von 2014 in Leganés ist noch fraglich. Am Sonntag fehlte er wegen einer Magen-Darm-Grippe beim Training.